Was war das? Ich brauche jetzt einfach nur noch ein Magazin. Ist das einfach nur... Ja, es ist nur... das Sonnenlicht. Ah, warte, da ist noch was. Nochmal eine MPK und ein Schlüssel. Was ist denn der Schlüssel? Oh, vielleicht für die Handschellen? Handkaufkies. Was ist das? Ein Dosenöffner? Ruined Dosenöffner? Brauchst du? Ja, warte. Nee, ich glaube, ich habe noch einen. Ich muss den jetzt eh dann kaputt machen. Also ich habe ja mein Hunting Knife und das langt mir eigentlich zu. Da habe ich ebenfalls wenig Verlust. Trinkst du? Ja. Okay. Ich habe es nämlich nur gerade auf dem Ohr gehört, dass jetzt hier jemand ein Döschen geöffnet hat. Da geht's ja nochmal einen Stock höher. Was da ist nochmal eine Waffe? Sag mal. Mit PM Rack Pristine. Oh, PM Rack, PM Rack. PM Rack. Das sind die 380er Rounds. Ja, was haben wir da? Damaged und meiner ist damaged. Nein, die 380er habe ich nicht. Was? Welche? Die 380er. Zeig mal welche. Welche Waffe? Die hier. Und die 9mm Rounds sind für die RPK. Aber die RPK, da brauche ich jetzt ein Magazin. Gibt's sicherlich auf dem Airfield, wenn wir dort mal hingehen. Ja. Entschuldigung. Meine Fresse. Noch, noch eine Pistole. P1. P1. Pristine. Die nehmt er nicht, wenn du willst. Ja, da musst du mal herkommen. Wo bist du denn? P1, P1, P1. 9mm Rounds, die gehen. Ja, die nehme ich. Ich geh mal auf die Straße, dann siehst du mich. Ja, da stehst du. Wenn du reinkommst, geradeaus hinten bei den Regalen. Ich reinkomme, geradeaus, hinten bei den Regalen. P1, jawohl. Oh. Das heißt, es wieder auf. Psst. Hast du es gehört? Nein. Was denn? Ich hab so ein Grollen gehört, wieder mal. Es ist wieder zum Fetzen. 100%. Was sind denn das für welche hier? Ich hab schon wieder Munition gefunden. Dieses Ding endlich packen. Auspacken. Papier. Papier raus. Ich habe gefunden den 22 Rounds. Hä? 22 Rounds. 22 Rounds? Warte, ich muss schnell hier Ordnung machen in meinem Inventory. Ich hab keinen Platz. Ach ja. Ich hab wieder zu viel Futter. So, jetzt gehen wir runter. Hm. Den da nach unten bitte. Medikit. So, jetzt habe ich theoretisch 4 Slots frei für die Knarre. So, Pistole. Jetzt bitte sag mir, dass ich endlich mal laden darf. Und zwar nie nur 9mm waren es, bitte. 39 und. Nein! Motorradhelm? Wieder nur ein Schuss. Sicher? Ja. Jetzt zieh es nochmal drauf. Habe ich ja. Hier ist voll geladen. Hm. Ich brauche definitiv so ein Bild. Ach so, siehst du. Was hatten wir sonst immer gehabt? Ne, wir hatten die doch. Ja. Da sind aber wahrscheinlich noch 8 Schuss oder so drin. Oder 9. Soll ich testen? Nein. Das wirst du dann. Ja, das ist im Ernstkampf sehen. Das wäre dann noch hilfreich zu wissen. Du, mein Inventar ist voll, ne?
kann nichts mehr nehmen. Also, das ist definitiv voll. Bist du hier irgendwo? Ich höre Schritte. Ich laufe jetzt Richtung Straße. Oh, Schwein! Guten Morgen. Hier hinten ist noch ein Rucksäckchen. Oh, was ist denn heute los, ey? Was ist denn? Bist du schon wieder ein unwichtiger Mensch? Ja, weißt du, du hast während der Aufnahme schreibt dir jeder. Jeder. So. Schwarzes Shirt. Was haben wir denn hier noch? Action und eine Mütze. Halt. Ah. Okay. Lord Helmchen. Ich hasse es. Wo bist denn du jetzt? Vitaminpillen. Wie sehen meine aus für eine Vitaminpillen? Die sind damaged und die sind worn. Aha. Aber davon sind 12 und das sind 4. Ja, dort sind aber, glaube ich, müsste auch noch eine Packung mit 3 Pristine liegen. Jawohl. Ich brauche keine Vitaminpillen. Dann lasse ich die halt schnell hier. Ja, ich ziehe mir auch immer so ein Ding rein, wenn ich gerade mal vorbeilaufe. So, weil die brauche ich nicht mehr. So. Schon wieder dieses Grummeln, Alter. Das so. Ausnahmsweise nie von meinem Magen. Jetzt haben wir nochmal Reis. Noch mehr Reis. Alter, jetzt haben wir dann 3 Packungen Reis, ne? Ich bin immer noch energized. Damage. Eine halbe Stunde oder so. Oh, sogar pristine. Pristine Rice. Sollen uns mal wirklich große Portionen Reis machen und dann schauen, ob man die stapeln kann. Was? Ja, so Reisportionen kochen einfach mal. Was? Der erzählt ein Schmus schon wieder hier. Was hast du heute mit deinen scheiß große Ausdrücken, ey? Hä? Was hast du heute mit deinen große Ausdrücken? Zuerst Schatzi, dann Honey, dann und jetzt Schmusi, also ich hab gesagt Schmus. Das kenne ich ja gar nicht. Das heißt so viel wie du erzählst schon wieder einen Scheiß. Ach echt? Aha. Tja, da weißt du mehr als ich. Das ist meistens so, ja. Nein. Ja. Nein. Sicher? So, warum kontrollierst du jetzt nochmal das Haus, wo ich gerade drin war? Wieso hast du denn die Türen nicht zugemacht, wie wir es immer machen? Ja, weil du das jetzt die ganze Zeit auch nicht gemacht hast. Ich hab das die ganze Zeit gemacht. Und der Wasserbottle mit 67 und damaged. Brauchst du? Ich hab 2. Ja, ich hab 4. Eine hast du ja von mir. Also eine ist damaged und eine ist worn. Aha! Gibst du mir wieder das Scheißzeug rüber oder was? Nein, ich bin voll. Abfahren. Na gut, so. Dann trinke ich die aber zumindest aus. Dann machst du das. Achso, was mir vor uns beim Lesen jetzt noch aufgefallen ist, in einer halben Stunde, ne, ist Server Restart. Mhm. Wäre eigentlich dann der perfekte Zeitpunkt, um... Auf das scheiß Airfield zu gehen, jawohl. Nein, okay. Ja, erstens das und zweitens dann wieder ein kleines Päuschen einzulegen. Ja, wieso eigentlich nicht? Also, aber... Wie gesagt, halbes Stündchen. Halbes Stündchen, ja, das kann ich mit den 60 Minuten gerade hinkommen. Ja, so ungefähr. Hör mal, wir begeben uns jetzt aufs Airfield. Mhm. Dass wir mal dort sind, dass wir die restlichen Sachen noch looten können und dann machen wir halt noch eine Runde und dann haben wir richtig geiles, richtig, 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 Web. Web? Aber das ist, wie gesagt, das ist nur das kleine Airfield, ne? Ja, aber bei Lota, Balota ist auch schon cool. Ja, das wird dann auch lustig, okay, ne? Kameka ist wo? Kameka ist da unten. Okay, dann müssen wir genau in die andere Richtung. Weil... Nee. Alter, diese kyrillische Schrift, ich kann's nie lesen. Wo stehst du jetzt genau? 1 Kilometer. Wo stehst du genau? Geh auf die Hauptstraße. Ich bin auf der... Hallo. Hi. Also... Sicher, dass wir da durch müssen? Ja.
Weißt du, als ehemaliger DDR-Bürger. Oh, jetzt fängt er wieder mit dem. Ja, ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich Russisch in der Schule hatte. Ja, so alt bin ich nicht. Was wolltest du denn sagen? Ja, als ehemaliger DDR und dann hast du schon wieder abgeschnitten. Ja, nein. Also mir. Oh, Alter, das sah aus, als ob du aus dem Schrank gefallen bist. Das musst du dir dann mal angucken. Das sah wirklich aus, als ob du seitlich aus dem Schrank rausfällst. Verzeihung. Ich bin schon draußen. Ich habe Klamottis gefunden. Ja! Was denn? Die ist zwar black, aber die ist pristine. Danke. Wie kann ich dieses dumme Stitch Self Up? Was ist denn mit dem Nähkästchen? Oh nee, der verbindet sich jetzt. Was macht denn der? Oh nein. Der näht sich jetzt selber. I stitch it myself. Das kann dann aber sein, dass du dann krank wirst, ne? Dann hast du Glück gehabt. Sonst würde Sick dastehen. Ja. Und ich glaube, dann kannst du Antibiotika nehmen. Und dann sollte es eigentlich wieder okay sein. Ne, das wollte ich nie. Ich wollte jetzt wissen, ob da mein Fernglas. Wieso tut er das immer da rein? Oh, ist die Scheiße jetzt wieder pristine oder nicht? Hallo, nee, Warn. So, bitte nee, das jetzt. So. Kaputter Brunnen? Immer noch Warn. Nee, nochmal. Nee, dann geht's nicht. Also, es geht, glaube ich, nicht bei allen Sachen und. Also, vorhin war es Damage und jetzt ist es Warn. Also, Ah ja, dann geht's nicht weiter. Dann geht's nicht weiter? Du kannst, glaube ich, nie bis auf Pristine bringen. Okay. In so einem großen, größeren Haus bin ich jetzt drin, okay. Im ersten Stock. Ja, gut, dann warte ich schnell auf dich hier. Aber da gibt's gar nichts. Halt! Falsch! Black Shirt. Darunter. Oh, Brunet. Nee. Ja, die habe ich ja gerade. Das ist deine. Die habe ich ja gerade umgezogen, Mensch. Hallo. So. Also ich freue mich ja schon auf Balota, ne? Ja. Weil da gibt's endlich wieder ein bisschen Action. Ne? Immer nur ein scheiß Schuss, das ist beschissen. Aber so wie ich dich kenne, ne, rotzt du pro Zombie ein ganzes Magazin durch, ne? Und dann ist das auch nicht ganz so. Hast du wieder eine Heli gesucht, da keine war? Nö, ich habe nur geguckt, ob jetzt. Wir kommen ja dann gleich oder bald nach Balota, ob ich da auf der Straße schon Zombies sehe. Hör mal, die geht das Wegchen oder dann wirst du schnell den Nachen gucken gehen. Wegen Fischernetz und Waffen und so. Weil da unten ist sind Waffen, sind Blutzeichen gezeichnet. Da dieses Wegchen. Oh ja, und da gehen wir dann von unten nach Balota. Ja, ja, das ist auch eine gute Idee. So. Was wollte ich jetzt noch sagen, ohne zu lügen? Ich hab's wieder vergessen. Ich steh grad. Wir müssen über Politik quatschen, wir haben im Moment. Oh nein, nein, nein. Wieso, willst du dann wieder. Nein, das, ja, das sind Themen, die möchte ich ungern so besprechen, anfassen, weil. Ich weiß ja auch noch nicht, wann die Folge rauskommt. Dann kann das ja alles gleich wieder ganz anders sein, weißt du?
ne? Also dann was sicher bleibt, ist die Merkel. Nee. What? Ja, vielleicht kommt die Folge ja an Ostern raus und an Ostern. Und dann ist hat sie ja angekündigt, dass sie Eier sucht. Wollte ich jetzt nicht sagen, aber Eier schaukelt, meine ich tatsächlich. What that? Das sieht doch schön aus. Hunting Summer Jacket. Was hast denn du? Ich habe eine Green E Gorka Military Uniform. Auch ein 6er Slot. Aber bin ich Christine. Jawohl, ich hol's mir. Wo bist du? Ich bin hier drüben in die Scheune rein. Komm, erscheine. Ah, da. Schreck gegenüber. Ein Basie. Andere Ecke. Das doch. In der Upper Eck. Was? ja. Ist schon gut, ne? Ist okay. Wieso schleppe ich denn Papier mit mir rum? Ja, du hast wieder was ausgepackt, ne? Und hast gedacht, dann behalte ich gleich mal das Geschenkpapier. Oder hast du gedacht, vielleicht muss ich mir auch noch mal den Hintern abwischen? Das wäre nicht mal so eine Idee. Das ist eine wirklich jüngste Idee bei einem Survival-Spiel, dass du auch kacken und shitten musst. Bei Ark ist das so, dass du dann irgendwann mal kackst. Da musst du kacken. Ja. Der drückt dann mal und dann hörst du, wie er kackt und dann fällt hinten ein Knödel aus der Hose. Etwa so. Etwa so. Genau.